Moin Moin, Servus und willkommen zurück bei meinem Evolence 2 Let's Play. Ich bin der Muta und ja, die letzte Folge war richtig, richtig toll. Ich bin so oft gestorben, ich war echt kurz sehr am Verzweifeln. Aber wir haben es ja jetzt dann schlussendlich doch geschafft. Und ja, ich bin jetzt dann ein Stück tiefer in den Wald vorgedrungen, habe das ein oder andere Rätsel ja geschafft, aber jetzt stehe ich hier an dieser Herausforderung. Ich weiß noch nicht so recht, wie es jetzt hier weitergeht. Ich habe hier Aha. Okay. Dass die Tomate hier jetzt schläft, ist uncool. Die sollte eigentlich ein bisschen weg sein, dass ich hier durch kann. Aber ich habe dann jetzt eine Vermutung in der Vergangenheit, Gegenwart. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jedenfalls hier. Weil hier springt sie ja munter vor sich hin. Ich muss sie hier einfrieren, hier oben. Perfekt. Easy. So, dann schauen wir doch mal. Wow! Okay. Ah, ich liebe es. Ich liebe es, Leute. Komm, frier auf. Tau auf. So, dann kann ich hier wieder durch. Da war was drauf. Dann gehen wir erstmal hier drauf. Einfach damit ich hier jetzt erstmal gucken kann. Aha. Wow. Gut. Er hier wird mich stören. Da muss ich jetzt mal kurz schauen, wie ich Ups, falsche Richtung. Was? Ich hab das doch geblockt. Also manchmal ist das Spiel echt unfair. So, kann ich ihn? Nein, kann ich nicht. Das hier ist jetzt auch seltsam, dass ich hier so weit drauflaufen kann. Cool. Ich komm hier nicht mehr raus. Egal was ich mache, ich komme hier nicht weg. Ich habe hier wohl einen Bug gefunden gerade. Mist. Okay, Leute, ich starte kurz mal das Game neu. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
3, 2, 1. So, da sind wir auch wieder. Ich habe das Spiel kurz mal neu starten dürfen. Ihr habt es ja gesehen. Da möchte ich nicht lang. Obwohl. Vielleicht klappt das, ja. Vielleicht klappt es. Es wäre natürlich ziemlich cool, wenn das auch... Perfekt. So. Ja. Au. Es funktioniert so, wie ich es gehofft hatte. Schieben wir dich erstmal dahin. Mit Menos. Ach, geht ja in dieser Zeit nicht. Bist du nicht zu weit? Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal. So, bevor die mich jetzt angreifen können, werde ich sie hauen. Da pustet es jetzt. Da brauche ich ihn. Sie, nicht ihn. Falscher Weg. Ich muss da lang. Okay, nein, da gehe ich jetzt nicht hin. Aber ich komme jetzt hier durch. Das ist schon mal gut. Bin hier mich weiter schon. Das freut mir. Das freut mir. Hierher kommt und mich stört wer? Oh, der sieht schön gezeichnet aus, der Boss. Achtung, Kuro. Er sieht ziemlich zäh aus. Verlasst euch auf mich, Kuro. In diesem Kampf werde ich meine gesamte Stärke einsetzen. Wartet! Das ist ganz bestimmt der Hüter des Waldes. Kaum zu fassen, dass ich ihn um ein Haar gehäckselt hätte. Tut uns aufrichtig leid, Herr Hüter, euer Gnaden. Ich bin mir nicht gewiss, ob er uns versteht. Er scheint mir ziemlich angegriffen zu sein. Versuchen wir es mit der Nymphenträne. Da ist sie. Oh, er sieht jetzt richtig happy aus. Yoda-Baum. Von dem üblen Einfluss des Sadistas geheilt ihr mich habt. Danken ich euch möchte, Jünglinge. Ich bin froh, dass es euch besser geht, Hüter des Waldes. Die Hüter, denen wir bisher begegnet sind, waren etwas aggressiver. Belohnen ich euch muss, ja. Leider nur wenig ich besitze. Das Orakel meinte, die Magie hatten euch ein Fragment des Magieschlüssels anvertraut. Tatsächlich dieses Fragment ich habe. Und euch geben ich es werde. Gut darauf aufpassen ihr werdet. Gefährlich dieses Fragment ist. Wir werden alles daran setzen, das nicht zu vergessen, ehrwürdiger Yoda-Baum. Fragment der Natur. Eins der 5 Fragmente des Magieschlüssels. Und trotzdem traurig ich bin. In diesem heiligen Hain gefangen ihr jetzt seid. Gefangen? Aber warum denn? Den heiligen Hain überflutet die Sadistas haben. In
vollkommen Fremde nicht können. Das ist ja furchtbar. Ich kann hier nicht festsitzen. Die Macht ich in euch fühle, Jünglinge. Dabei helfen ihm ihr vielleicht könnt. Ihm? Der Macht? Welcher Macht? Es finden vielleicht ihr könnt, aber ganz bestimmt euch finden es wird. Was für eine merkwürdige Ausdrucksweise. Wir müssen es finden, Kuro. Was auch immer das heißt. Der Gedanke, den Rest meines Lebens hier festzusitzen, gefällt mir kein bisschen. Ja, mir gefällt es auch nicht. Aber von welcher Macht spricht er denn? Ich habe keine Ahnung. Erstmal hier alles ausprobieren wieder, ob es hier irgendwas gibt. Der Baum sieht hier happy aus. Danke, dass ihr unseren Hüter gerettet habt. Mein Volk und ich werden euch helfen. Hört auf uns, wenn ihr nicht weiter wisst. Wenn ihr den Wald wieder verlassen wollt, sucht weiter nach ihm. Da oben ist ein Sadista. Da ist nichts. Die Frage ist jetzt nur, wo lang? Also klar, ich muss oben lang, so ist es nicht. Den heiligen Hain überflutet die Sadistas, traurig, das ist, oh ja. Sie bekämpfen, ich aber nicht kann. Aber das können wir, das können wir. Och. Wegen so einem Fitzel, ey. Jetzt. So, ich hoffe, ich laufe richtig. Nein, bitte nicht! Hey, warum weckt ihr mich denn auf? Oh Mann, ich hab doch bloß so um die 12-Jährige geschlafen. Ich will meine Ruhe haben. Was macht ihr hier? Und wer genau seid ihr überhaupt? Was? Ihr seid hier, weil ihr nach dem Magiedingen sucht? Und jetzt sitzt ihr im Hain fest? Haha, ganz schön dumm, wärt ihr bloß nicht hergekommen. Was? Ihr wisst nicht, wie man die Sadistas vernichtet? Ach kommt schon, ein Kleinkind würde das hinkriegen. Ihr müsst nichts weiter als ein Baumodil bitten, sie auszuräuchern. Was? Ihr wisst nicht, wie man mit Waldviechern spricht? Ihr Menschen könnt wohl nicht besonders viel, was? Aber stark seid ihr. Diese faulen alten Baumodile rühren sonst keine Kralle, doch ihr habt sie bewegt. Ich habe euch gesehen. Ich sag euch, was wir machen. Ich helfe euch, mit den Baumodilen zu plaudern. Und ihr helft mir, die Sadistas auszuräuchern. Schließlich habt ihr diesem alten Knacker geholfen. Also kann ich dasselbe für euch tun. Wie klingt das? Ja. Huch, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Navi. Und beschwert euch bloß nicht über meine Vorliebe für Smalltalk. Navi hat sich euch angeschlossen. Da ist sie. Hey! Ach, jetzt kann ich mit ihr rumfliegen. Okay. Ach, herrlich. Ganz cool. Sehr, sehr schön. So kommen die. Ich will doch nur raus. Wenn ihr euch
Konzentriert kann Navi die Baumodile kontrollieren. Ach so. Aber sie soll den jetzt nicht kontrollieren, sondern... Nein! Dann nochmal. Eigentlich ist das ja jetzt recht cool und recht simpel. So. Ach so, ja, easy. Geh mal einen Schritt zurück. Hey, hört mir zu. Ich bin in einer anderen Zeit, kapiert? Kommt zu mir, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ach so. Ja, jetzt muss ich dahin, weil sonst werde ich geröstet. Und ich stehe nicht so auf Röstaromen. Navi kann über große Entfernungen reisen, aber nur in ihrer eigenen Zeit. Wenigstens eine Truhe kriege ich wohl. Und was sagt er jetzt? Er sagt das gleiche wieder. Och, Mädel. Okay. Aha. Ist das das Richtige? Ja. Das mit der großen Entfernung hilft dann hier so ein bisschen. Denn... Ja. Das langt nicht. Das langt ganz und gar nicht. So, jetzt... Jetzt nervt's. Da ich... keine Ahnung habe... wie ich weiterkomme. Denn er schläft da und ich kann ihn auch nicht wegschicken. Lass mal gucken. Nein, das hilft auch nichts. Das hilft auch nichts, oder? Weil da sind ja jetzt ja die Ranken gewachsen. Nee. Doof. Wartet mal. Ich dachte, das wäre deine Zeit. Sorry. Okay, dann muss ich tatsächlich nochmal hier drauf.
Mal schauen, mal schauen. Wow, sie ist eine Fee und kann nicht. Aber so. Ich hatte gerade so. Fuck. Aber. Es ging ja. Doch. Hier kann. Ich vergesse es immer mit der Zeit. Ich wollte nämlich gerade wieder. Das geht doch? So. Dann mal schauen. Okay, also ich muss wieder in irgendeine andere Zeit. Nicht in die, sondern tatsächlich nochmal in diese hier. Jetzt kann ich da hin. Perfekt. Ich hatte gehofft, mich nach da zu können. Aber funktioniert nicht. Dann lass mal gucken. Nein. Auch nicht hier. Sehr schade. Gerade noch mal gucken. He sleeps well. Oh boy, oh boy, oh boy. Ob ich ihn noch mal... So it works, so it works. Dann nochmal zurück. Also es ist echt gerade ein bisschen Rennerei. Na? Aber es sollte doch funktionieren. Kacke. Mist. Klappt doch nicht so, wie ich vorhatte. So, letzter Versuch. Erstmal wieder zur Seite. Ich will immer nach da oben. Ich weiß nicht warum. Und hier unten kann ich ja nichts machen. Der Navi braucht ja ihre eigene Zeit. Das heißt, ich muss das Ganze von hier steuern. Aus dieser Zeit. Aber warum will das dann nicht so, wie ich es möchte?
Na. Keine Ahnung, aber nehmen wir jetzt erstmal hier die Truhe. Urikon. Sehr schön. Dann kommen wir hier durch. Das verstehe ich nicht. Warum kann die da nicht rein? Du bist so schmal, Mensch. Flieg doch da vorbei. Oder von hier. Irgendwie muss ich den hier erstmal besiegen. Aber wie wir das machen, Leute, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind nämlich jetzt wieder am Zeitlimit. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Also, mir hat sie Spaß gemacht, auch wenn es gerade so ein bisschen nervig ist mit den verschiedenen Zeiten. Aber ja, so ist das halt manchmal. Deswegen schauen wir doch einfach mal. Aha. Den kann ich dann später dahin schieben. Okay. Schauen wir dann auch einfach mal, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Und bis dahin sage ich mal tschüss.